Hallo, moin moin und willkommen, herzlich willkommen sogar zu der zweiten Lesung der Schmalkaldischen Artikel. Heute am Samstag, Sabbat, den 5. Mai 2018, um die Mittagszeit, strahlende Sonne draußen. Aber ja, die kann ich von hier drinnen auch sehen und vor allen Dingen sehe ich meinen schönen frisch gepflanzten Apfelbaum, den ich aufgrund einer Spende von Michael aus der Schweiz vor einigen Wochen habe pflanzen können in meinem Garten und das erfüllt mein Herz mit Wonne. Jedes Mal, wenn ich rausschaue und den Apfelbaum da sehe. Außerdem wird ja zum Beispiel auch Luther angedichtet, dass er gesagt haben soll, wenn ich wüsste, dass ich morgen sterbe, würde ich heute noch einen Apfelbaum pflanzen. Habe ich schon vor einigen Wochen dann den Apfelbaum gepflanzt. Also, die schmalkaldischen Artikel, das Papier, was wir letztes Mal angefangen hatten zu lesen, da sind wir jetzt im zweiten Teil, der zweite Artikel. Nicht? Der erste Artikel war der erste und Hauptartikel, über den wir gesprochen hatten. Und im zweiten lesen wir jetzt von der Messe und was damit zusammenhängt. Die Messe. Dass die Messe im Papsttum der größte und schrecklichste Gräuel sein muss, weil sie direkt und kräftig wieder diesen Hauptartikel streitet, also den vom ersten Mal, ja, über die Erlösung, und doch über und vor allen anderen päpstlichen Abgöttereien die höchste und schönste gewesen ist. Denn man meinte, dass diese Opfer bzw. Werk der Messe auch von einem bösen Schurken gehalten, den Menschen von den Sündenstrafen sowohl im Leben als auch im Fegefeuer befreie, was doch allein das Lamm Gottes tun soll und muss, wie oben bereits gesagt ist. Ja, den Hauptartikel, den wir hier vor zwei Seiten gelesen hatten, in dem es heißt, dass Vater und Sohn und Heiliger Geist in einem göttlichen Wesen und einer göttlichen Natur drei unterschiedliche Personen sind, ein einziger Gott sind, der Himmel und Erde geschaffen hat. Ja, dieser Artikel, darauf wird verwiesen. Oh, der Satz geht sogar noch weiter. Also, denn man meinte, dass diese Opfer bzw. Werk der Messe auch von einem bösen Schurken gehalten. Und was ist ein böser Schurke? Na, der Priester. Er ist ja auch nur ein ganz normaler, sündhafter Mensch, wie wir alle. Also, obwohl von dem gehalten, den Menschen von den Sündenstrafen sowohl im Leben als auch im Fegefeuer befreie, und über das Fegefeuer sprechen wir später noch, dass das natürlich unbiblisch ist, was doch allein das Lamm Gottes tun soll und muss, wie oben gesagt ist. Von diesem Artikel ist auch nicht zu weichen oder etwas nachzulassen, denn der erste Artikel duldet es nicht. Und wo etwa vernünftige Papisten wären, könnte man folgendermaßen und auf freundliche Weise mit ihnen reden. Warum sie doch so fest an der Messe hielten. Naja, über diesen Satz könnten wir wahrscheinlich stundenlang diskutieren. Wo etwa vernünftige Papisten wären, wenn man ein Papist ist, ist man nicht vernünftig. Also das ist schon mal ein, wie sagt man das, Oxymoron, also ein Widerspruch in sich selber. Ja, ein vernünftiger Papist, den gibt es nicht. Könnte man folgendermaßen und auf freundliche Weise mit ihnen reden, warum sie doch so an der Messe hielten. Erstens, es ist doch eine reine Menschenerfindung, die von Gott nicht geboten ist. Und alle Menschenempfindungen dürfen wir fallen lassen, wie Christus in Matthäus 15, Vers 9 spricht. Sie dienen mir vergeblich mit Menschengeboten. Ja, die römisch-katholische Messe steht nirgendwo in der Bibel darin. Zweitens. Es ist eine nicht notwendige Sache, die man ohne Sünde und Gefahr gut lassen kann. Wir sprechen über die Messe. Ja? Die Messe ist eine nicht notwendige Sache, die man ohne Sünde und ohne Gefahr für Leib und Leben und Seelenleben lassen kann. Drittens. Man kann das Sakrament, also das Sakrament der Messe, und dass Luther sich ständig auf Sakramente beruft, ist auch noch ein weiterer katholischer Fehler von ihm. In der Bibel gibt es keine Sakramente. Ja? Gott hat uns heilige Ordinationen gegeben, wie zum Beispiel die heilige Kommunion, wenn wir das Abendmahl brechen. Es gibt zwei Dinge, die in der Bibel mehr oder weniger, sage ich jetzt mal, als Sakramente betrachtet werden können, was aber keine Sakramente sind, weil das Wort an sich katholisch ist. Aber das ist halt das Abendmahl und das ist die Taufe. Aber nicht die Kindstaufe. Auch da kommen wir später nochmal drauf.
Aber ich habe halt ein Problem mit diesem Wort Sakrament, nur ich kann da ja nicht jedes Mal eine Diskussion von einer halben Stunde losbrechen, wenn Luther das hier in diesem Büchlein schreibt über das Sakrament. Also, ihr kennt meine Gedankengänge darüber und wie biblisch unkorrekt der Gebrauch eines sogenannten Sakraments ist und was ein Sakrament ist und überhaupt das Wort. Also möchte ich euch ermahnen, zu eurem eigenen besseren Verständnis, sich das, was ich darüber gesagt habe, in Gedächtnis zu rufen, jedes Mal, wenn ich dieses Wort erwähne. Also, man kann das Sakrament, also der Sakrament der Messe, viel besser und seligerweise, ja, seligerweise allein entsprechend der Einsetzung Christi kriegen. Was soll es dann, dass man um einer nicht notwendigen, erfundenen Sache willen, da man es doch ohne sie richtig und seliger haben kann, die Welt in Jammer und Not zwingen will? Man lasse den Leuten öffentlich predigen, dass die Messe als Menschenspielerei ohne zu sündigen unterbleiben kann und niemand verdammt wird, wer sie nicht achtet, sondern wohl ohne Messe sicher auf bessere Weise selig werden kann. Was gilt die Wette, dass die Messe alsdann von allein fallen wird, nicht nur bei dem tollen Pöbel, sondern auch bei allen frommen, christlichen, vernünftigen und gottesfürchtigen Herzen? Um wie viel mehr, wenn sie hörten, dass es ein gefährliches, ohne Gottes Wort und Willen erdichtetes und erfundenes Ding ist. Viertens, weil solche unzähligen, unaussprechlichen Missbräuche in aller Welt mit dem Kaufen und Verkaufen von Messen entstanden sind, sollte man sie vernünftigerweise auch fahren lassen, allein um diesem Missbrauch zu wehren, wenn sie gleich an und für sich etwas Nützliches und Gutes hätte. Wenn sie es hätte, hat sie aber nicht. Und kaufen und verkaufen von Messen, von was spricht der Jörg denn da? Na, in früheren Lesungen kam das schon mal, wurde das schon mal erwähnt, sicher auch in Luthers Buch, das wieder das Papsttum zu Rom vom Teufel gestiftet, erinnert ihr euch vielleicht, dass wenn ein Mensch verstorben würde und für ihn wurde eine Messe gehalten, für diese Messe musste man bezahlen. Und es gibt eine kleine und eine hohe Messe, ja, eine billige und eine teure, mit anderen Worten. Das war nicht gratis, ja. Deswegen ist dieser Satz hier sehr, sehr wichtig, weil solche unzähligen, unaussprechlichen Missbräuche in aller Welt mit dem Kaufen und Verkaufen von Messen entstanden sind, sollte man diese Messen vernünftigerweise auch fahren lassen, allein um diesen Missbrauch des Kaufens und Verkaufens zu wehren, wenn sie gleich an und für sich etwas Nützliches und Gutes hätte. Hat sie aber nicht, da sie pur basiert ist auf menschlicher Tradition und nicht auf Gottes Wort. Wie viel mehr soll man die Messe fahren lassen, um solche Missbräuche ewig zu verhüten, weil sie doch ganz unnötig, nutzlos und gefährlich ist, da man alles schneller, nützlicher und gewisser ohne die Messe haben kann. Fünftens, da aber die Messe nichts anderes ist, noch sein kann, wie der Messkanon und alle Messbücher besagen, als ein Werk der Menschen, auch böser Schurken, mit dem einer sich selbst und andere mit sich gegen Gott versöhnen, Vergebung der Sünden und Gnade erwerben und verdienen will, denn so wird sie gehalten, wenn sie aufs Allerbeste gehalten wird. Was sollte sie sonst? Soll und muss man sie verdammen und verwerfen? Denn das ist direkt gegen den Hauptartikel, der da besagt, dass nicht ein böser oder guter Messdiener mit seinem Werk, sondern das Lamm Gottes und der Sohn Gottes unsere Sünde trägt, wie in Johannes Kapitel 1, Vers 29. Und wenn einer zu seiner Rechtfertigung vorgeben wollte, er wolle sich selbst zur Erbauung mit dem Abendmahl versehen bzw. kommunizieren, ist das nicht ernst. Denn wenn er mit Ernst kommunizieren will, hat er das gewiss und aufs Beste in dem Sakrament, das gemäß der Einsetzung Christi gereicht wird. Aber sich selbst kommunizieren ist ein Menschenwahn, ungewiss und nicht notwendig, sondern außerdem verboten. Und er weiß auch nicht, was er macht, weil er ohne Gottes Wort falschem Menschenwahn und Erfindung folgt. So ist es auch nicht recht, selbst wenn alles Übrige in Ordnung ist, dass einer, der das gemeinsame Sakrament der Kirchen zu seiner eigenen Erbauung gebrauchen und damit willkürlich ohne Gottes Wort außerhalb der Kirchengemeinschaft spielen will.
Dieser Artikel von der Messe wird der entscheidende Punkt auf einem Konzil sein. Denn wenn es möglich wäre, dass sie uns alle anderen Artikel einräumten, könnten sie doch diesen Artikel nicht nachgeben, wie Campeggio zu Augsburg gesagt hat. Er wolle sich eher in Stücke reißen lassen, ehe er die Messe fahren lassen. Campeggio. Über wen sprechen wir hier? In einer Fußnote steht hier drin, da geht es um Lorenzo Campeggio, der zwischen 1474 und 1539 lebte und er war auf dem Augsburger Reichstag der päpstliche Legat in 1530. Also, dieser Artikel der Messe wird der entscheidende Punkt auf einem Konzil sein. Denn wenn es möglich wäre, dass sie uns alle anderen Artikel einräumten, könnten sie doch diesen Artikel über die Messe nicht nachgeben, wie Campeggio zu Augsburg gesagt hat. Er wolle sich eher in Stücke reißen lassen, ehe er die Messe wolle fahren lassen. Wie ich bereits in der Einleitung am Ende der letzten Sendung gesagt habe, die Messe ist ein absoluter Pfeiler, auf dem die römisch-katholische Kirche steht. Wenn man diesen Pfeiler niederreißt, dann bleibt nicht mehr viel übrig. Hier fährt Martin Luther fort, so werde ich mich mit Gottes Hilfe eher zu Asche machen lassen, ehe ich einen Messdiener mit seinem Werk, er sei gut oder böse, mit meinem Herrn und Heiland Jesus Christus gleich oder höher sein lasse. So bleiben wir ewiglich geschieden und gegeneinander. Sie spüren es gut. Wenn die Messe fällt, liegt das Papsttum da nieder. Ehe sie das geschehen lassen, töten sie uns alle, wenn sie es vermögen. Kräftige Worte von Martin Luther, aber jedes einzelne Wort hiervon kann ich nur unterstreichen. Das war jetzt Teil A, die Messe. Teil B, in dem zweiten Teil, der zweite Artikel, die Messe und was damit zusammenhängt, ist Missbräuche, die aus der Messe folgen. Darüber hinaus hat dieser Drachenschwanz, wir sprechen hier von einem wiederholt verwendeter Ausdruck aus Offenbarung 12, Vers 3, an den Luther sich hier anlehnt. Darüber hinaus hat dieser Drachenschwanz die Messe viel Ungeziefer und Gift, mancherlei Abgötterei hervorgebracht. Erstens, das Fegefeuer. Da hat man mit Seelenmessen, Vigilien, ja, unter einer Vigilie versteht man eine Gedächtnisfeier für Verstorbene. Sie wurde am Abend vor dem eigentlichen jährlichen Gedächtnistage begangen, an dem dann eine Seelenmesse zelebriert wurde. Und diese Messen mussten natürlich auch bezahlt werden von denjenigen, die sie ausgerichtet haben wollten. Also, da hat man mit Seelenmessen, Vigilien, dem 7., dem 30. und dem Jahresgedächtnis, zuletzt mit der Gemeinen Woche, und dem Allerseelentag und dem Seelenbad für das Fegefeuer gehandelt, so dass die Messe fast nur für die Toten gefeiert worden ist, obgleich Christus dieses Sakrament doch nur für die Lebenden gestiftet hat. Eine kleine Begriffserklärung, wir hatten hier gelesen, also das Fegefeuer, da hat man mit Seelenmessen, Vigilien, dem 7., dem 30. und dem Jahresgedächtnis, zuletzt mit der Gemeinen Woche, und dem Allerseelentag und dem Seelenbad für das Fegefeuer gehandelt. Was wird jetzt hier gemeint mit die Messen vom dem 7., 30. und dem Jahresgedächtnis? Das sind Messen für Verstorbene am 7. und 30. Tag nach dem Sterbetag und an dessen Jahrestag. Ja? Und dann mit dem Allerseelentag. Der Allerseelentag steht hier in der Fußnote, ist der 2. November. Dann fahren wir fort in dem Schreiben von Martin Luther. Darum, sagt Luther, ist das Fegefeuer mit allem seinem Gepränge, Gottesdienst und Geschäft für ein reines Teufelsgespenst zu halten. Denn es ist auch wieder den Hauptartikel, nach dem allein Christus und nicht Menschenwerk den Seelen helfen soll, abgesehen davon, dass uns im Übrigen auch nichts in Bezug auf die Toten befohlen oder geboten ist. Da hat Luther recht, aber es ist uns verboten, für die Toten Messen oder irgendwelche Gedenken oder irgendwas zu halten. Das steht schon im Alten Testament geschrieben. Das heißt Necromancy im Englischen. Ich schaue mir das mal eben im Deutschen an, wie das da heißt.
So lesen wir dann hier zum Beispiel im dritten Buch Mose, also Levitikus, im Kapitel 19, Vers 26: Ihr sollt nichts mit Blut essen. Ihr sollt weder Wahrsagerei noch Zauberei treiben. Das ist ein Punkt. Der zweite Punkt findet sich im Deuteronium. Das ist das fünfte Buch Mose. Und da ist das Kapitel 18. Muss ich mal eben sehen, wie schnell ich das hier jetzt aufschlagen kann. Kapitel 18, nur ein paar Seiten zurück. Und im Kapitel 18, Vers 10, wo es heißt: Es soll niemand unter dir gefunden werden, der seinen Sohn oder seine Tochter durchs Feuer gehen lässt, oder einer, der Wahrsagerei betreibt, oder Zeichendeuterei, oder ein Beschwörer, oder ein Zauberer. Ja? Das sind Orakelstellen und Deutungen von Vorzeichen und eben auch jemand, der Geister durch Beschwörungsformeln binden und für seine Zwecke lenken will. Eine übliche Praxis heidnischer Magie lesen wir hier unter dem Artikel, wenn wir jetzt in 11 weiterlesen. Ja? Also das war jetzt 10 und 11 heißt, oder einer, der Geister band, oder ein Geisterbefrager, oder ein Hellseher, oder jemand, der sich an die Toten wendet. Dazu lesen wir in der Erklärung mit der Fußnote F in der Schlachterbibel hier: Die Verehrung, Anrufung und Befragung von Toten war und ist in heidnischen Religionen weit verbreitet. Aber hier ganz deutlich: Deuteronium, das fünfte Buch Mose, 18. Kapitel, Vers 11, ganz deutlich verboten. Ja? Und nichts anderes ist diese ganze Feier, wenn man eine Messe macht für einen Verstorbenen, um dem seine Seele aus dem sogenannten Fegefeuer zu holen, was es ja sowieso nicht gibt. Da müssen wir uns eben einfach deutlich drüber sein. Also, wie sagt Martin Luther hier den Satz nochmal? Denn es ist auch wieder den Hauptartikel, nach dem allein Christus und nicht Menschenwerk den Seelen helfen soll. Abgesehen davon, dass uns im Übrigen auch nichts in Bezug auf die Toten befohlen oder geboten ist. Das ist recht. Das ist richtig. Es ist uns nichts befohlen oder geboten in Bezug auf die Toten, aber es ist uns deutlich verboten, wie wir gerade eben im fünften Buch Mose, Kapitel 18, haben nachlesen können. Jetzt habe ich das Buch hier, habe ich die Bibel schon wieder zugemacht. Mal eben sehen, ob ich das nochmal eben aufschlagen kann hier. Fünftes Buch Mose, 18, Vers 11, wo dann steht: Es soll niemand unter dir gefunden werden, der Geister band, ein Geisterbefrager, ein Hellseher oder jemand, der sich an die Toten wendet. Also, ganz deutlich wird uns hier geboten, sich mit solchen Dingen nicht zu beschäftigen. Die Toten sind die Toten, die lässt man ruhen. Da, die haben nichts mehr mit den Lebenden zu tun. Es gibt da ja auch noch diesen interessanten Satz, den Jesus Christus sagt, als einer seiner Jünger, den er gerade mitnehmen möchte in seinen Kreis. Ich weiß jetzt nicht mehr, welcher das war. Der meinte: Ja, kriege ich dann noch eben Zeit, meinen Vater zu begraben? Worauf Jesus antwortet: Lass die Toten begraben. Ja? Mit den Toten haben wir nichts zu tun. Martin Luther fährt fort: Die Papisten bringen hier Augustin und einige Kirchenväter, die über das Fegefeuer geschrieben haben sollen, zum Beweis vor und meinen, wir sehen nicht, wozu und warum sie diese Aussagen gemacht haben. Nun also, Augustin mag dann vielleicht ein Kirchenvater sein, aber er ist kein Kirchenvater im christlichen Sinne. Er ist nur ein Kirchenvater in der römisch-katholischen Kirche, in der abgefallenen Synagoge Satans, nicht in dem Leibe Jesu Christi. Der zwischen Anführungsstrichen heilige Augustin, der war überhaupt nicht heilig, schreibt nicht, dass ein Fegefeuer ist. Er hat auch keine Schriftstelle, die ihn dazu zwingt, sondern er lässt es unentschieden, ob eins ist, und sagt, seine Mutter habe begehrt, dass man ihrer bei dem Altar bzw. Sakrament gedenke. Nun, das ist alles ja nichts anderes als eine menschliche Vorstellung einzelner Personen gewesen, die keinen Glaubensartikel, was allein Gott zusteht, stiften.
Aber unsere Papisten benutzen solche Menschenworte dazu, dass man ihrem schändlichen, lästerlichen, verfluchten Jahrmarkt von Seelenmessen für das Fegefeuer zu opfern und so weiter glauben soll. Das werden sie noch lange nicht aus Augustin beweisen. Wenn sie nun den fegefeuerischen Messejahrmarkt abgeschafft haben, wovon der heilige Augustin nie geträumt hat, dann wollen wir mit ihnen reden, ob des heiligen Augustins Wort ohne Schriftstelle geduldet werden kann und der Toten bei dem Sakrament gedacht werden kann. Es geht nicht an, dass man aus der heiligen Väterwerk oder Worte Glaubensartikel macht. Sonst müsste auch ein Glaubensartikel werden, was sie für Speisen, Kleidung, Häuser und so weiter gehabt haben, wie man mit den Reliquien getan hat. Es heißt, Gottes Wort soll die Glaubensartikel aufstellen und sonst niemand, auch kein Engel. Wie wir im Galater, Kapitel 1, Vers 8 lesen können. Zweitens ist daraus gefolgt, dass die bösen Geister viele Schandtaten angerichtet haben, so dass sie als Menschenseelen erschienen sind, Messe, Vigilien, Wallfahrten und andere Leistungen mit unsagbaren Lügen und Arglist gefordert haben, was wir alle für Glaubensartikel haben halten und danach leben müssen. Und der Papst hat dies bestätigt, wie auch die Messe und alle anderen Gräuel. Hier gibt es auch kein Weichen und hier gibt es auch kein Nachgeben. Dass wir das jetzt eben gut verstehen. Es geht ja hier um die, wie ich am Anfang genannt hatte, Missbräuche der Messe und alles, was mit der Messe zusammenhängt. Daraus ist gefolgt, dass die bösen Geister viele Schandtaten angerichtet haben. Hier spricht Martin Luther von den Dämonen. Hier spricht er von den gefallenen Engeln, so wie er vorher bereits angeholt hatte aus Offenbarung 12, Vers 3, wo er eben diesen Ausdruck verwendet. Darüber hinaus hat dieser Drachenschwanz, ja, der Drachenschwanz, das war der Drache, der Satan ist, als der aus dem Himmel geworfen wurde, der ein Drittel der Sterne mit sich gezogen hat oder der Engel mit sich gezogen hat, wie das im Allgemeinen verstanden wird. Diese bösen Geister haben viele Schandtaten angerichtet, wie zum Beispiel, sie sind als Menschenseelen erschienen, das heißt, wenn ich so eine Totenmesse halte, jetzt gar nicht mal in der römisch-katholischen Kirche, sondern wenn ich das in satanischen Kreisen halte, wenn ich zum Beispiel irgendwelche Toten aufrufe, weil ich ein Ouija-Board spiele oder weil ich irgendeine Zeremonie abhalte, weil ich sage, ich möchte meinen verstorbenen Papa sprechen oder meine verstorbene Mutter sprechen oder meine verstorbene Oma sprechen oder meinen verstorbenen Freund sprechen oder meine Freundin, dann sind es immer Dämonen, die sich als solche ausgeben. Ja? Die Toten selber können das nicht sein, weil ihre Seele ist bei dem Herrn bis zum Tag der Auferstehung. Was ist denn die Seele? Am Anfang in der Bibel lernen wir, dass der Mensch eine lebendige Seele wurde durch den Atem von Gott eingegeben. Wenn dieser Atem uns verlässt, dann verlässt uns auch die Seele. Das macht auch ein Ende mit dieser satanischen Lehre der unsterblichen Seele. Die Seele ist weg in dem Augenblick. Der Mensch wird eine lebendige Seele und er gibt diese lebendige Seele ab, wenn er stirbt. Dass Gott sie dann am Tag der Auferstehung zurückgibt, das steht auf einem anderen Blatt. Aber es gibt keine unsterbliche Seele. Und Martin Luther sagt hier, dass die bösen Geister viele Schandtaten angerichtet haben. Ja, zum Beispiel doch auch denken wir mal an daran, wenn sie irgendwelche Leute besessen haben. Ja, Teufelsbesessung. Ja, und so viele andere Dinge. Also, dass die bösen Geister viele Schandtaten angerichtet haben, sodass sie als Menschenseelen erschienen sind, was wir gerade abgesprochen hatten, in der Messe, in Vigilien und Wallfahrten und andere Leistungen mit unsagbaren Lügen und Arglist gefordert haben, wie zum Beispiel die Erscheinung der sogenannten Maria in Fatima in 1917 und andere Erscheinungen der sogenannten Heiligen Maria
Das sind alles nur Manifestationen von bösen Geistern. Und die setzen an zu Wallfahrten und anderen Dingen. Genau das, was Martin Luther hier schreibt. Was wir für alle Glaubensartikel haben, halten. Ja, wir haben das für Glaubensartikel gehalten, weil wir wussten nicht besser. Wir hatten das Wort Gottes nicht. Jetzt halten wir die Bibel in unserer eigenen Hand und jetzt wissen wir besser. Und danach leben müssen. Und der Papst hat dies bestätigt. Natürlich, der Papst bestätigt immer die Arbeit der Dämonen und des Teufels. Wie auch die Messe und alle anderen Gräuel. Hier gibt es auch kein Weichen oder Nachgeben. Das war jetzt der zweite Punkt und wir fahren fort mit dem dritten. Drittens, sagt Martin Luther, die Wallfahrten. Da hat man auch Messen, Vergebung der Sünden und selbst Gottes Gnade gesucht. Denn die Messe hat alles regiert. Nun ist ja gewiss, dass solche Wallfahrten ohne Gottes Wort uns nicht geboten, auch nicht vonnöten sind, weil wir viel besser haben und ohne jede Sünde und Gefahr unterlassen können. Warum vernachlässigt man denn den eigenen Pfarrer? Warum vernachlässigt man denn Gottes Wort, Frau und Kind und so weiter, die notwendig und geboten sind, und läuft den unnötigen, ungewissen, schändlichen Teufelsirrlichtern nach, nur weil der Teufel den Papst geritten hat, dies zu preisen und zu bestätigen, damit die Leute ja häufiger von Christus weg auf ihre eigenen Werke verfielen und abgöttisch wurden, was das Ärgste daran ist. Abgesehen davon, dass es ein unnötiges, nicht gebotenes, nicht geratenes und gewisses dazu schädliches Ding ist. Also die Wallfahrt, ne? Darum gibt es auch hier kein Weichen oder Nachgeben und so weiter. Und man lasse predigen, dass es nicht notwendig und dazu gefährlich ist. Danach wird man sehen, ob Wallfahrten erhalten bleiben. Viertens, die Bruderschaften, durch die sich die Klöster, Stifte und Vikare einander verschrieben und mitgeteilt haben, durch feste Verträge und Kauf bestätigt, alle Messen, guten Werke und so weiter, sowohl für die Lebenden als auch für die Toten, was nicht nur reiner Menschen waren ohne Gottes Wort, ganz und gar nicht notwendig und nicht geboten, sondern auch wieder den ersten Artikel der Erlösung und deshalb keineswegs zu dulden ist. Fünftens, die Reliquien, in denen so viele offenkundige Lügen und Narrenwerk von Hunds- und Pferdeknochen gefunden wurden, dass auch um dieser Schandtaten willen, über die der Teufel gelacht hat, die längst sollten verdammt worden sein, auch wenn etwas Gutes daran wäre. Außerdem sind sie auch ohne Gottes Wort, weder geboten noch geraten, ganz und gar nicht notwendig und nutzlose Dinge. Aber das Ärgste ist, dass sie auch Ablässe und Vergebung der Sünden haben bewirken müssen als ein gutes Werk und als Gottesdienst wie die Messe und so weiter. Sechstens gehört hier der liebe Ablass her, der sowohl den Lebenden als auch den Toten, und zwar für Geld, viel Geld, gegeben worden ist, und in dem der unheilbringende Judas oder Papst die Verdienste Christi samt den überschüssigen Verdiensten aller Heiligen und der ganzen Kirche verkauft und so weiter. Was alles nicht zu dulden und auch nicht nur ohne Gottes Wort, ohne Notwendigkeit und ungeboten, sondern auch dem ersten Artikel zuwider ist. Denn das Verdienst Christi wird nicht durch unsere Werke oder Pfennige, sondern durch den Glauben aus Gnade ohne jedes Geld und Verdienst erlangt und nicht durch die Gewalt des Papstes, sondern durch die Predigt bzw. Gottes Wort vorgetragen. Also wir sehen, es ist nicht nur die Messe, die hier angekarrt wird, sondern eben auch alle anderen, wie er meinte, Missstände, alles was damit zusammenhängt. Die Messe an erster Stelle, die Lehre des Fegefeuers an zweiter Stelle, die Wallfahrten, die Bruderschaften, die Reliquien und der Ablass. Und von Ablass, da wissen wir ja, was Martin Luther hält. Schließlich hat er seine 95 Thesen allesamt begründet auf dem Ablass damals.
Über die Brüderschaften, da möchte ich auch gerne noch mal kurz eingehen, die Klöster. Klöster sind total unbiblisch und babylonischen Ursprungs, für diejenigen, die das nicht wissen. Und zwar sowohl Mönchskloster als Nonnenkloster. Absolut unbiblisch, sich darin von der Welt abzuscheiden und mehr oder weniger sein Leben lang in seinem eigenen Saft zu garen, weil was anderes machen die da nicht. Und da will ich jetzt auch gar nicht weiter drauf eingehen, sonst müsste ich auf jeden Teil drauf eingehen, all diese ganzen sechs Teile, die wir hier gelesen haben. Aber ich denke, es wird deutlich, auch wenn man meine früheren Lesungen gelesen hat, dass man weiß, Fegefeuer ist eine babylonische Erfindung. Wallfahrten sind eine babylonische Erfindung, eine römisch-katholische Erfindung, weil diese ganzen Erscheinungen, weshalb diese Wallfahrten gerichtet werden, sind sowieso nur Dämonenerscheinungen, das als erstes. Und zweitens, wenn es irgendwelche heiligen Orte gibt, wo man hinfahren sollte, wie zum Beispiel jetzt, was machen die Leute? Die gehen zum Beispiel nach Compostela in Spanien, nach Lourdes in Frankreich, nach Medjugorje in Tschechien und so weiter und so weiter, eben da, wo überall diese Marienerscheinungen waren. Oder zum Beispiel die Muslime, die ja ihre Wallfahrten zwischen Anführungszeichen machen, einmal im Leben nach Mekka zu müssen, um dann diese Kaaba zu sehen. Das ist doch auch nur ein Abbild, was da drin ist. Ja? Also diese Wallfahrten, absolut babylonische Erfindungen. Die Bruderschaften, absolut babylonische Erfindungen. Die Reliquien. Ja, du sollst dir kein Abbild machen von irgendetwas im Himmel, auf der Erde oder im Wasser unter der Erde. Du sollst dich nicht niederbeugen zu ihnen, du sollst sie nicht anbeten, denn ich, dein Gott, bin ein eifersüchtiger Gott, der diejenigen, die dieses Gesetz übertreten, bis in das dritte und vierte Glied verfolgt, aber gleichzeitig Gnade zeigt an die Tausenden, die mich lieben und meine Gebote halten. Reliquien, was ist denn das? Ein Relikt ist zum Beispiel, wenn in einer römisch-katholischen Kirche eine Leiche begraben liegt, das ist in den Kathedralen, muss das. Da muss immer irgendeine Leiche begraben liegen von irgendeinem Bischof oder Kardinal oder was weiß ich, oder Heiligen. Ja, deswegen gibt es ja auch diese ganzen Kirchen von dem und dem und dem Heiligen. Und da liegt dann irgendein Knochenstück von Petrus oder Paulus oder was weiß ich. Das sind die Reliquien. Zum Beispiel auch ein Stück Holz, das sozusagen von dem Holz kommt, von dem Kreuz kommt, an das Jesus Christus geschlagen wurde. In der babylonischen Mysterienreligion von Ralph Wutrow, wenn ich das Buch lese, werden wir auch lehren, es gibt verschiedene Kirchen auf dieser Welt, die behaupten, sie hätten ein Stück der Vorhaut von Jesus Christus, als er beschnitten wurde, also die haben sie heute immer noch und so weiter und so weiter. Das sind alles Reliquien, also Abbildungen, wie eben auch gesagt hier von Hunds- und Pferdeknochen. Ja, also man hat inzwischen viele von diesen Reliquien, die eigentlich von Menschen stammen sollten, von sogenannten Heiligen, enttarnt, als eigentlich von Hunde oder Pferden zu kommen. Ja? Auch das ist eine absolut babylonische und satanische Sache. Und der Ablass, ja, ist natürlich eigentlich der Gipfel der ganzen Sache, weil der Ablass besagt ja, dass durch die Bezahlung von Geld mir meine Sünden erlassen werden. Und zwar Sünden, die ich in der Vergangenheit begangen habe, aber auch sogar Sünden, die ich in der Zukunft begehen will. Man konnte sich damals einen Ablass kaufen für die nächsten 30 Tage und konnte dann so viel Sünden, wie man wollte. Man hat ja bereits für die Sünden alle bezahlt gehabt. Also der Ablasshandel ist auch absolut babylonisch. Und das hängt alles zusammen mit der Messe. Ja? Das sind also jetzt nur die Missbräuche, die aus der Messe folgen. Nur die Missbräuche aus der Messe. Fegefeuer, Wallfahrten, Bruderschaften, Reliquien, Ablass. Jetzt gehen wir zum nächsten Punkt. Das Anrufen der Heiligen. Da wird es interessant, weil wer ist ein Heiliger? Die Bibel ist ganz klar in diesem Punkt und sagt, heilig sind diejenigen, die Jesus Christus folgen. Bibelgläubige, treue, Jesus folgende Christen, das sind die Heiligen. Und die Heiligen sind die Lebenden. Heiligenverehrung ist also dann die Verehrung von Lebenden und nicht die Verehrung von Toten. Und das ist eben der große Unterschied mit dem römischen Katholizismus. Im römischen Katholizismus kann man erst heilig erklärt werden, nachdem man tot ist. Man wird dann erst selig erklärt. Ja, dann gibt es zwar bestimmte Untersuchungen und, und. Also, da will ich jetzt auch gar nicht zu viel mit meinem Kommentar drauf eingehen. Da lesen wir einfach mal, was Martin Luther zu diesem
Akt das Anrufen der Heiligen hier zu sagen hat. Das Anrufen der Heiligen ist auch einer der antichristlichen Missbräuche und streitet wider den ersten und Hauptartikel und tilgt das richtige Wissen über Christus. Es ist auch weder geboten noch geraten, hat auch kein Vorbild in der Heiligen Schrift. Und wir haben es alles tausendmal besser an Christus, wenn jenes gleich ein köstliches Gut wäre, was es doch nicht ist. Und wenn auch die Engel im Himmel für uns bitten, wie es Christus selbst auch tut, und ebenso die Heiligen auf Erden oder vielleicht auch im Himmel, folgt daraus nicht, dass wir die Engel und Heiligen anrufen, anbeten, für sie fasten, sie preisen, ihnen Messe halten, ihnen opfern, ihnen Kirche, Altäre oder Gottesdienste stiften und noch auf andere Weise den Toten dienen und den Heiligen dienen und sie für Nothelfer halten und allerlei Hilfe ihnen zuschreiben und jedem eine besondere zuerkennen sollen, wie es die Papisten lehren und tun. Denn das ist Abgötterei. Und diese Ehre kommt Gott allein zu. Nun, da will ich noch mal eben einen kleinen Kommentar mit einlassen. Woher kommen diese ganzen Heiligen in der römisch-katholischen Kirche? Das werden wir auch noch sehen. Das haben wir vielleicht schon verstanden, wenn wir von Babylon nach Rom von Alexander Hislop verfolgt haben. Ich weiß aber nicht, ob jeder, der dieses hier schaut, das auch gesehen hat. Und meine zukünftige Lesung, die babylonische Mysterienreligion, da kommt es auch drin vor. Es ist eben so, dass die ganzen Heiligen in der römisch-katholischen Kirche sind nichts anderes als die ganzen alten heidnischen römischen Götter. Ja? Wir wissen ja, dass das römische Reich, wie wir es heute kennen, das Papstreich, das Papsttum, hervorgegangen ist aus dem alten heidnischen römischen Reich. Und da hatten sie viele, viele Götter. Für jeden Tag einen bestimmten Gott, für jedes Tun einen bestimmten Gott, den Gott für dies, den Gott für das. Und als sie sich dann mit dem Christentum umgarnt haben, haben sie diese ganzen Götter behalten, nur haben ihnen christliche Namen gegeben. Und daher kommt diese ganze Heiligenverehrung in der römisch-katholischen Kirche überhaupt. Nur daher, das sind im Grunde immer noch die ganzen alten Götter. Da gibt es dann die Großen und da gibt es dann die Kleinen und da gibt es auch eine schöne Tabelle in der Babylon Mysterion Religion, aber das werden wir dann sehen, wenn wir das Buch lesen. Da will ich jetzt nicht drauf nicht hinausgreifen. Aber deswegen sagt Martin Luther hier, diese Heiligen sozusagen, Heiligen anrufen, das ist Abgötterei und diese Ehre kommt allein Gott zu. Denn du kannst als Christ und Heiliger auf Erden für mich nicht nur in einer einzigen, sondern in allen Nöten bitten. Aber deshalb muss ich dich nicht anbeten. Deshalb muss ich dich nicht anrufen, preisen oder zu deiner Ehre fasten, opfern und Messe halten und auf dich meinen Glauben für die Seligkeit setzen. Ich kann dich auf andere Weise durchaus ehren und lieben, sowie für dich in Christus danken. Wenn nun diese abgöttische Verehrung der Engel und der toten Heiligen beseitigt wird, wird die andere Verehrung ohne Schaden sein, ja, bald vergessen werden. Denn wenn Nutzen und Hilfe, sowohl leibliche als auch geistliche, nicht mehr zu erhoffen sind, werden sie die Heiligen sowohl im Grab als auch im Himmel gewiss unbehelligt lassen. Denn umsonst oder aus Liebe wird ihrer niemand viel gedenken, noch sie achten oder gar verehren. Kurzum, was die Messe ist, was daraus hervorgegangen ist, was daran hängt, das können wir nicht dulden. Und das müssen wir verdammen, damit wir das heilige Sakrament, das wir entsprechend der Einsetzung Christi durch den Glauben gebrauchen und empfangen, rein und gewiss behalten können. Und dann fahren wir fort in Teil 3, der dritte Artikel, Stifte und Klöster. Kommen wir also zum dritten Artikel, Stifte und Klöster. Die Stifte und Klöster, die vor Zeiten in der guten Absicht gestiftet wurden, gelehrte Leute und sittsame Frauen zu erziehen, sollen wieder zu diesem Gebrauch bestimmt werden, damit man Pfarrer,
Prediger und andere Kirchendiener auch sonst für das weltliche Regiment in den Städten und Ländern notwendige Personen sowie gut erzogene Jungfrauen als Hausmütter und Haushälterinnen usw. so haben kann. Da könnt ihr mal lesen. Das sind im Grunde die ersten Absichten gewesen, solche Stifte und Klöster zu gründen. Wie gesagt, es ist unbiblisch, Klöster zu gründen, aber diese Stifte, also Häuser zu errichten, in denen Frauen hauptsächlich, wie es hier beschrieben steht, herangezogen werden zu gut erzogenen Jungfrauen und Hausmütter und Haushälterinnen, da ist doch gar nichts gegen zu sagen. Jetzt schreien natürlich die ganzen Emanzen, die dieses Video schauen, auf und sagen von, oh ja, du lebst ja noch in biblischen, patriarchischen Zeiten. Nein, ich akzeptiere die Familie so, wie Gott sie ordiniert hat und gemeint hat. Der Mann ist das Haupt der Familie, Jesus Christus ist das Haupt des Mannes und der Mann ist das Haupt der Frau. Und gut erzogene Jungfrauen, da finde ich nun überhaupt nichts Negatives drüber zu sagen, muss ich mal ganz ehrlich sagen. Weil da geht es ja darum, dass wir biblisch leben wollen. Und das heißt, dass jeder Sex außerhalb der Ehe Unzucht ist. Also gibt es überhaupt nichts zu sagen gegen gut erzogene Jungfrauen. Aber wie gesagt, die Klöster an sich sind total unbiblisch. Luther fährt fort und sagt, wenn sie nicht dazu dienen wollen, also was wir gerade eben geschrieben haben, ja, die Stifte und Klöster, die vor Zeiten in der guten Absicht gestiftet wurden, gelehrte Leute und sittsame Frauen zu erziehen, wenn sie nicht dazu dienen wollen, ist es besser, dass man sie ungenutzt liegen lässt oder einreißt, als dass sie aufgrund ihres gotteslästerlichen, von Menschen erfundenen Gottesdienstes für etwas Besseres als der allgemeine Christenstand und die von Gott gestifteten Ämter und Stände gehalten werden. Denn das ist auch alles wieder den ersten und Hauptartikel von der Erlösung Jesu Christi. Hinzu kommt noch, dass sie auch, wie alle anderen Menschenerfindungen, nicht geboten, nicht notwendig und ohne Nutzen sind. Außerdem bereiten sie gefährliche und vergebliche Mühe, wie die Propheten solche Gottesdienste, Aven, das ist Mühe, nennen, wie wir zum Beispiel in Zacharia 10,2 und Habakkuk 1,3 nachlesen können. Zu den Klöstern möchte ich noch eine kleine abschließende Bemerkung hier eben antreffen. Als in Spanien die römisch-katholische Kirche mehr oder weniger von ihrer Macht mal enthoben wurde, zu Zeiten der Französischen Republik, der Spanischen Republik, bevor Franco da als Katholik wieder kam und alles umgestürzt hatte, da wurden, und das könnt ihr im Internet euch gerne selbst nachlesen, das ist nicht nur ich, der das behauptet, da wurden zwischen den Menschen, also zwischen den männlichen Klöstern und den weiblichen Klöstern, ja, also Klöstern, wo Mönche waren auf der einen Seite und Klöster, wo Nonnen waren auf der anderen Seite, da wurden unterirdische Gänge gefunden, die die beiden miteinander verbunden hatten, wo die Paters oder die Mönche des männlichen Klosters die Frauen der weiblichen Klöster, der Nonnen, besuchen konnten, um Unzucht miteinander zu treiben. Und in Seitengängen dieser unterirdischen Gänge wurden haufenweise Kinderleichen und Skelette gefunden. Weil die Nonnen, die durch die Unzucht geschwängert wurden, da ihre Kinder heimlich bekamen und die getötet hatten. Und das ist keine Gräuelgeschichte, die ich euch erzähle, da müsst ihr euch mal beschäftigen mit der spanischen Geschichte. Und das ist noch gar nicht so lange her. Vielleicht 100 Jahre, vielleicht selbst weniger. Das ist auch eine Geschichte der Klöster. Und deswegen ist zum Beispiel das Zölibat vollkommen ungöttlich, unbiblisch. Ich will da jetzt auch nicht weiter drauf hineingehen, aber deswegen ist es für Luther wahrscheinlich auch wichtig, diese Klöster und Stifte, wie er hier sagt, abzuschaffen, da sie gotteslästerlich sind und von Menschen erfundener Gottesdienst sind und eben zu nichts anderem dienen als zur Unzucht
und zur Gotteslästerung. Der vierte Artikel, und der wird ein wenig länger, weil dieser vierte Artikel heißt das Papstamt. Der Papst ist nicht Kraft göttlichen Rechts oder aufgrund des Wortes Gottes das Haupt der ganzen Christenheit. Also hier muss man erstmal natürlich anmerken, er ist nicht Haupt der ganzen Christenheit, er ist Haupt des Katholizismus. Und er ist auch nicht Haupt des ganzen Katholizismus aufgrund göttlichen Rechts oder aufgrund des Wortes Gottes. Denn das kommt nur einem zu, der Jesus Christus heißt. Sondern nur, das ist der Papst, er ist nur Bischof bzw. Pfarrer der Kirchen zu Rom und derjenigen, die sich bereitwillig oder aufgrund menschlicher Ordnung, das heißt der weltlichen Obrigkeit, nicht der göttlichen, ihm zugesellt haben. Nicht um unter ihm als einem Herrn, sondern neben ihm als Bruder und Freund Christen zu sein, was auch die alten Konzilien und die Zeit des heiligen Zyprianus beweisen. Ja? Zyprianus, der lebte zwischen 200 und 258, wurde 248-49 Bischof von Karthago in Nordafrika und 258 Märtyrer während der Christenverfolgung unter dem römischen Kaiser Valerius. Er trat dem Vorherrschaftsanspruch des römischen Bischofs entgegen, Mitte des 3. Jahrhunderts. Ja. Der Bischof von Rom wurde nie von den wahren Gläubigen als Führer der Kirche erkannt oder anerkannt. Jetzt, fährt Martin Luther vor, wagt kein Bischof den Papst wie zu dieser Zeit Bruder zu nennen, sondern er muss ihn seinen allergnädigsten Herrn nennen, selbst wenn er ein König oder Kaiser ist. Das wollen, sollen und können wir nicht auf unser Gewissen nehmen. Wer es aber tun will, der tue es ohne uns. Hieraus folgt, dass alles dasjenige, was der Papst aus dieser falschen, gottlosen, lästerlichen, angemaßten Gewalt getan und vorgenommen hat, nichts als teuflische Ereignisse und Geschäfte gewesen sind und noch sind, das ausgenommen, was seine leibliche Herrschaft betrifft, in der Gott auch wohl durch einen Tyrannen und Schurken einem Volk viel Gutes widerfahren lässt, um die ganze heilige christliche, also katholische Kirche, so viel an ihm liegt, zu verderben und den ersten und Hauptartikel von der Erlösung in Jesus Christus zu zerstören. Eine kleine Anmerkung hier zu Luther, der ständig christliche Kirche sagt, wenn er über die römisch-katholische Kirche spricht. Das ist ein weiterer Irrtum, in dem Luther Zeit seines Lebens verblieben ist. Er hat zwar den Papst als den Antichristen identifiziert, und das nicht erst spät, sondern bereits 1520, aber, und das ist ein ganz wichtiger Punkt, er hat die römisch-katholische Kirche nie als das begriffen, was sie wirklich ist. Das getaufte römische Heidentum. Die römisch-katholische Kirche war nie christlich, ist nicht christlich und wird nie christlich sein. Und das hat Martin Luther bis zum Schluss nicht erkannt. Er wollte sich von vielen Dingen in der römisch-katholischen Kirche lossagen. Er hat viele Falschlehren der römisch-katholischen Kirche erkannt. Aber er hat den größten Elefant im Raum, den hat er nicht gesehen. Das ist römisches Heidentum, mit dem sich die römisch-katholische Kirche von Anfang an umgarnt hat. Zumindest habe ich in keinem einzigen Schreiben, das ich von ihm bis jetzt gelesen habe, eine deutliche Aussage dazu erkannt, dass er der Meinung war oder zu der Erkenntnis gekommen ist, das muss man ja eher sagen, weil es geht nicht um seine Meinung, es geht um sein Wissen, das biblisch begründet ist, dass die römisch-katholische Kirche die Hure Babylons ist und damit keine christliche Kirche ist. Sie war nie christlich, ist nicht christlich und wird auch niemals christlich sein. Aber sie gebraucht den christlichen Namen, um sich darunter zu verstecken. Ich mache diese Bemerkung jetzt hier zum letzten Mal und werde das nächste Mal, wenn Martin Luther wie hier
um die ganze heilige christliche Kirche und solche Dinge spricht, diesen Kommentar nicht mehr geben. Dann müsst ihr euch da bitte daran erinnern, dass ich das hier bei Minute 49 gesagt habe und deutlich gemacht habe, dass die Kirche, die Martin Luther hier anspricht, die römisch-katholische, keine christliche Kirche im Sinne der Bibel ist. Er fährt fort. Denn alle seine Bullen, ja, das wisst ihr ja, das sind die versiegelten Sendschreiben des Papstes, alle seine Bullen und Bücher sind vorhanden, in denen er wie ein Löwe brüllt, wie es der Engel in Offenbarung 10, Vers 3 darstellt, dass kein Christ selig werden könne, er sei denn ihm gehorsam und untertan in allen Dingen, was er will, was er sagt, was er tut. Nochmal deutlich, denn alle seine Bullen und Bücher sind vorhanden, in denen der Papst wie ein Löwe brüllt, wie es der Engel darstellt in Offenbarung 10, Vers 3, dass kein Christ selig werden könnte, er sei denn dem Antichristen gehorsam und untertan in allen Dingen, was der Antichrist will, was der Antichrist sagt und was der Antichrist tut. So müssen wir diesen Satz verstehen. Was nichts anderes ist als so viel gesagt, Zitat, selbst wenn du an Christus glaubst und alles an ihm hast, was zur Seligkeit notwendig ist, so ist das doch nichts und alles umsonst, wenn du mich, den Papst, nicht für deinen Gott hältst, mir, dem Antichristen, untertan und gehorsam bist. Ende Zitat. Natürlich habe ich hier die Worte Antichrist zugefügt. Dabei ist offensichtlich, dass die heilige Kirche, also die heilige Kirche ist die wahre Kirche Jesu Christi, der wahre Leib Jesu hier auf Erden, nicht die römisch-katholische Kirche. Dabei ist offensichtlich, dass die Kirche mindestens über 500 Jahre ohne Papst gewesen ist und bis auf den heutigen Tag die griechische und viele andere Sprachenkirchen noch nie unter dem Papst gewesen sind und noch nicht sind. Danke ökumenische Bewegung des späten 20. Jahrhunderts. Jetzt sind all die anderen Kirchen unter den Fittichen der römisch-katholischen Kirche und unter dem Papst. Daher ist es, wie Martin Luther fortfährt, wie oft gesagt, eine Menschenerfindung, die nicht geboten, ohne Notwendigkeit und umsonst ist. Denn die heilige christliche Kirche kann ohne solch ein Haupt gut bestehen und wäre sicher besser bestehen geblieben, wenn solch ein Haupt nicht durch den Teufel aufgerichtet worden wäre. Ein ganz wichtiger Satz, den wir eben nochmal lesen müssen, weil hier spricht er über die heilige christliche Kirche und meint damit nicht die römisch-katholische, sondern meint damit die wahre biblische Kirche, den Leib Christi. Daher ist es, sagt er, wie oft gesagt, eine Menschenerfindung, die nicht geboten, also das Papsttum, ne? Das ist eine Menschenerfindung, die nicht geboten, ohne Notwendigkeit und umsonst ist. Denn die heilige christliche Kirche kann ohne solch ein Haupt gut bestehen und wäre sicher besser bestehen geblieben, wenn solch ein Haupt nicht durch den Teufel aufgerichtet worden wäre. Dieser Satz leitet zu dem späteren Buch von Martin Luther von 1545, das Papsttum zu Rom vom Teufel gestiftet, wo er hier sagt, wenn solch ein Haupt, das Papsttum, nicht durch den Teufel aufgerichtet worden wäre. Das Papsttum, das sich selbst ernannten Hauptmacht über die, zwischen Anführungszeichen, christliche Kirche, ja, über die römisch-katholische Kirche. Das Papsttum bringt auch keinen Nutzen in der Kirche, denn es übt kein christliches Amt aus. Daher muss die Kirche ohne den Papst bleiben und bestehen. Ich setze den Fall, dass der Papst darauf verzichten wollte, kraft göttlichen Rechts oder aufgrund eines Gebotes des Wortes Gottes der Oberste zu sein, aber damit die Einigkeit der Christen wieder die Sekten und Ketzerei desto besser erhalten würde, müsste man ein Haupt haben, an dem sich die anderen alle hielten. Ein solches Haupt würde nun durch Menschen erwählt, und es stünde in menschlicher Entscheidung und Gewalt, dieses Haupt zu ändern und abzusetzen. Ganz so verfuhr das Konzil zu Konstanz mit drei Päpsten, setzte deren drei ab und wählte den vierten. Das hatte ich ja schon in einer früheren Lesung mal erwähnt.
abgesetzt wurden. Johannes der 23., wobei es hier nicht um den 23. geht, der Mitte der 60er Jahre des letzten Jahrhunderts Papst war. Nein, nein, nein. Dieser Papst Johannes der 23., der hier zwischen 1410 und 1415 Papst war, war ein sogenannter Antipapst. Ja? Und wird in der römisch-katholischen Chronologie selbst als Antipapst auch aufgeführt. Deswegen konnte Johannes der 23., der nach Pius der 12. Papst wurde, Ende des letzten Jahrhunderts, diesen Titel für sich nehmen, obwohl das schon mal vergeben war. Es gibt also zwei Johannes die 23. Also abgesetzt wurden Johannes der 23. von 1410 bis 1415, Gregor der 12. von 1406 bis 1415 und Benedikt der 13. von 1394 bis 1417. Nur warum waren die alle zur selben Zeit Papst? Weil sie das alles in verschiedenen Städten waren. Der eine saß in Rom, der andere saß in Avignon im Süden von Frankreich und der dritte saß irgendwo oben in Frankreich, da in Italien, in Mailand, da oben in der Gegend irgendwo. Ja? Und die haben sich täglich gegenseitig als Antichristen beschimpft. Und die wurden alle drei abgesetzt. Neu gewählt wurde dann Antichrist Martin der V. zwischen 1417 und 1431. Also das Konzil von Konstanz lief ja von 1414 bis 1417. Und zum Ende des Konzils wurde Martin der V. als neuer Papst gewählt, der dann regierte bis 1431. Ja? Also, wie Martin Luther sagt, ganz so verfuhr das Konzil zu Konstanz mit den Päpsten, setzte deren drei ab und wählte den vierten. Ich setze nun den Fall, sage ich, dass der Papst und der Stuhl zu Rom darauf verzichten und annehmen wollten, was doch unmöglich ist, denn er müsste sein ganzes Regiment und seinen Stand mit allen seinen Rechten und Büchern umkehren und zerstören lassen. Kurzum, er kann es nicht tun. Dennoch wäre damit der Christenheit in keiner Weise geholfen, und es würden viel mehr Sekten entstehen als zuvor. Denn weil man einem solchen Haupt nicht auf Befehl Gottes untertan sein müsste, sondern aus menschlichem guten Willen, würde es sehr leicht und bald verachtet werden und zuletzt kein Glied behalten. Es müsste auch nicht immer zu Rom oder an einem anderen bestimmten Ort sein, sondern wo und in welcher Kirche Gott einen solchen Mann gegeben hätte, der dafür geeignet wäre. Oh, das würde eine umständliche, ungeordnete Einrichtung werden. Weiter mit diesem Teil, der vierte Artikel, das Papstamt, fahren wir in der nächsten Lesung. Wir sind hier mit einer knappen Stunde zum Schluss gekommen und wir wollen das ja nicht überstrapazieren, das ist ja auch nicht immer so leichte Kost, manchmal sogar für manche Leute auch ziemlich heftiger Tobak. Es gibt immer Leute, die haben das ein oder andere hiervon noch nicht gehört. Und denen muss man ja auch Zeit geben, das Gehörte oder Mitgelesene zu reflektieren und darüber nachzusinnen und das einsinken zu lassen. Und dann die Vergleiche zu ziehen zwischen dem, was ich hier gesagt habe, was Luther geschrieben hat, und dem, was in Gottes bewahrtem Wort in der Bibel steht, zu tun. Da geht es drum. Ihr müsst alle Aussagen, die ich treffe, an die Bibel messen. Und wenn ich irgendwas Unbiblisches lehre, ja, dann möchte ich es gerne mal hören. Ich habe schon von vielen Leuten gehört, dass sie nicht zufrieden sind mit dem, was ich lehre. Aber es hat mir noch keiner jemals nachgewiesen, dass ich antibiblisch lehre. Aber da geht es drum. Ich bin auch nur ein fehlbarer Mensch und kann mich hier und da mal irren. Aber ich meine nicht, dass ich mich hier in diesem Fall bis jetzt irgendwo geirrt habe. Auch nicht da, wo ich Luthers Fehler aufgezeigt habe. Und das ist wichtig, Luthers Fehler aufzuzeigen. Luther ist für mich kein Heiliger in der Hinsicht, dass er auch ein Mensch voller Fehler war. Was ganz normal ist. Ich meine, ich war selber 45 Jahre gefangen in der Unwissenheit. Martin Luther war katholisch geboren, katholisch erzogen, katholische Schule, katholisches Kloster, Mönchsorden, Augustinerorden eingetreten und. Also, ich meine, wer will denn hier wem was vorwerfen? Jesus hat gesagt, der Erste, der ohne Sünde ist, der werfe den ersten Stein. Ich werde ganz sicher keinen Stein werfen. Aber die Fehler von Martin Luther sicher in solchen Schreiben aufzudecken und die Leute dann darüber aufzuklären, wie es wirklich ist, das finde ich, gehört zu meinen Aufgaben als Teil
des Körpers oder des Leibes Christi hier auf Erden. Und damit möchte ich die Lesung für heute beenden. Bis zum nächsten Mal. Einen schönen Tag noch weiterhin und Maranatha.